Guten Tag. Deinen Computer, die Sicherheit ist abgelaufen. Das war Microsoft, eben die Anrufe und Russen, die sie alle hatten, Dateien auf deinem Computer. Sie haben jetzt Hacking-Dateien auf Ihrem Computer. Da kann ich auch nichts machen. Was? So, Sie sind ein normaler Benutzer von Microsoft und haben keine Ahnung. Und haben keine wirklich Ahnung. Kriminelle Leute in ihrem Computer und kriminelle Leute missbrauchen ihre alle persönlichen Daten. Ach so. Und kriminelle Leute missbrauchen ihren Namen, ihren E-Mail, ihre alle persönlichen Daten, missbrauchen kriminelle Leute. Wie kann ich Ihnen da jetzt helfen? Sir, Sie bitte einschalten deinen Computer an. Ich werde nutzen, wie Sie alle Hacking-Dateien in Ihrem Computer Belgium, okay? Und an Microsoft geben Sie auch kostenlos Software für Ihren Computer. Sie haben jetzt Viren auf Ihrem Computer. Geht's jetzt um Corona oder? Sie bitte einschalten deinen Computer an. Ja? Einschalten deinen Computer an. Ja. Und dann gibt's Coronaviren oder wie verstehe ich das? Sir, Sie bitte einschalten deinen Computer an und dann ich werde helfen, zu lösen diese Fehler und Warnung in den Computer Belgium und dann Microsoft geben Sie ja kostenlos Software für Ihren Computer, okay? Okay, ja, ich mach an. Ja, ja. Deinen Computer an. Wenn deinen Computer ist an, die sagst du, okay? Ja, alles klar. So, Computer ist an. Ja. Now, sir, Sie konzentrieren in Ihren Tastatur, okay? Ja, Tastatur habe ich auch, ja. Gibt es einen Computer ohne Tastatur? Ah, das ist ein Tablet, ne? Ja, sir, linke Seite. Ja. Darunter auf Ihren Tastatur. Ja, Tastatur habe ich, ja. Windows-Taster habe ich nicht. Nee, ich habe nur eine ganz normale Tastatur. Sir, linke Seite. Ja, linke, ja. Auf Ihren Tastatur. Linke Seite, da wo der... Ja, ich verstehe schon. Die linke Seite, wo der Nummernblock ist. Ja, linke Seite. Ja, wo die Zahlen alle sind. Ne? Linke Seite. Ja. Ja, Windows-Taster, ja. Ja, Sie drücken das Windows-Taster, ja? Und mit Hilfe anderen Finger, Sie drücken R-Taster, R wie Richard, Windows-Taster und R-Taster, Sie drücken zusammen, okay? Ja, okay. Die soll ich ausdrucken, warum? Warum soll ich die jetzt ausdrucken? Sie drücken Windows und R-Taster zusammen, okay? Haben Sie gemacht? Ja, habe ich gemacht, ja. Now what is there in Ihren Computer Bildschirm? Konsole oder was? Ja, richtig. Ja, richtig. Na, geht now doch. Eingeben, schreiben in das Fenster, okay? Ja. Sie schreiben Letter E. E wie E-Mail, E. Sie schreiben Letter E, E wie E-Mail. Gut, okay, ich hole mir schnell einen Stift und Papier, dann schreibe ich das. Kein Problem. Sie schreiben E. E oder E? E wie E-Mail. E wie E-Mail. Aber E-Mail schreibt sich doch mit I. Ja, richtig. Habe ich gemacht? Ja, gut, okay. Ich schreibe jetzt I. Alles klar. Ja. I. Ja, und dann V. Ja, und dann V. V. Ja, V. Ja, V. V wie der Pfau? V habe ich. Ja, V. V wie Victoria. Ach, Victoria. Ach so, jetzt muss ich von vorne anfangen. Ja. Moment, ja, so. Ja. Also ich schreibe I. Victoria? Nee, ich muss von vorne anfangen. Ich schreibe jetzt I. Sie schreiben E wie I, V und dann E. V-E. V-E, okay. V-E. Ja. Und dann N, Nordpol. N. N? Ja. Ja. Und dann T. T wie Tokio. T. G wie Tokio. Tokio, T. Event. Habe ich gemacht? Event? Ach, Event. Mit hinten T. Ja. Nicht G. Ich verstehe mal Gustav. Was? Ich verstehe mal Gustav. Kennen Sie Gustav?
Gustav Ganz, der von aus dem lustigen E-Mail. Taschenbuch. Er die E-Mail. Ja, ja. Victoria, ja. Er die E-Mail. Ja. Er wird Nordpol, er wird Tokio. Und dann V. V wie Victoria V. Ja. Dann W. W wie Whisky W. Ja. Und dann R. R wie Richard. R. R. Also Event. Ja, das kann ja keiner aussprechen. Was ist das für ein Wort? Sir, was Sie schreiben in das Kommen? Ja, Sie brauchen jetzt gar nicht lauter sprechen. Ich verstehe Sie sehr gut. Ich kann es nur akustisch nicht verstehen. Laut genug ist es. Ja, now Sie drücken Enter-Taste. Jetzt geht's los. Sie drücken Enter-Taste. Ich drücke in der Taste. Sie drücken Enter-Taste auf Ihren Tastatur. Habe ich gemacht? Ja, aber was? Ich drücke ein bisschen drauf rum. Ach, jetzt ist alles aus. Jetzt muss ich von vorne anfangen. Ja, was ist hier? Na, was ist hier? In linke Seite, die Anzeige locker, Argonite Anzeige locker. Die hier? Anzeige locker? Nee, der ist nichts locker, der ist ganz fest. Sir, in das Kommen, was Sie schreiben. Ah, jetzt kann ich Sie wieder verstehen. Sie müssen einfach lauter sprechen. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, ja, okay. Event VWR. Nee, jetzt habe ich einen Error. Sir, was ist schreiben? Können Sie mir in das anspielen? Nee, ich verstehe Sie ganz schlecht. Sie müssen lauter sprechen. Ach, hat der eine Geduld? Genial. Ja, nochmal, Sir. Ich werde helfen, okay? Langsam, okay? Ja, ja, genau, ganz langsam. Und lauter, okay? Ich verstehe Sie ganz schlecht. Sir, Sie verstehen ein wenig Englisch, ja oder nein? A little bit. Oh, okay. You I have a nice Tastatur hier. Windows key. You have to press that Windows R key at the same time, okay? Together, okay? Together? Sie drücken Windows, ja, together, Windows und R Taster. Sie drücken zusammen, together, okay? Ah, together. Understand. Okay. Yeah, now what is the how? What do you see in the screen? Now I see command. Yeah. Now I will tell you. You have to type there, okay? I what? Sir G how command. Is this in deine computer Bildschirm? Ich ja, Komma, hab ich. Yeah, now. Ja, now ein Komma, das ist neben dem Punkt und dem M ist das Komma. Genau. Ja, auf der Tastatur. Eingeben. Das habe ich aber, also das ist doch nichts falsch. Eingeben. Die schreiben in das Komma von ihren Tastatur. Die schreiben E wie E-Mail. Die schreiben Letter E wie E-Mail, okay? Ich schreibe eine E-Mail. An welche Adresse soll ich die schreiben? Only letter E. Sie schreiben Letter E. E wie E-Mail. Letter E at Microsoft soll ich schreiben. Das ist die E-Mail-Adresse? Nein. Sie schreiben Letter E. E wie E-Mail. Ja, ich denke, ich soll eine E-Mail schreiben. Ich schreibe doch hier eine E-Mail jetzt. Ich schreibe jetzt eine E-Mail. Aber ich muss die Adresse wissen. Ja, und dann V. V wie Victoria. V. V. Gut. Ja, aber eine E-Mail-Adresse ist doch immer mit @. Ich muss dann irgendwo @microsoft.com oder .de oder... What did you type there? Ich habe eine E-Mail geschrieben an... Nein, keine E-Mail, Sir. Sie schreiben Ihnen VER. Aber ich brauche doch... Die Adresse ist doch mit @. Sie sagt mir, welchen Browser Sie haben in Ihren Computer. Sie haben Google, Chromebox, Microsoft Edge, welchen Browser? Welchen Browser? Browser, ist das nicht der von Nintendo? Sag, welchen Browser Sie haben in Ihrem Computer? Ich habe einen Browser im Computer? Nee. Welchen Browser Sie haben? Ich habe keinen Browser. Wieso, was denn für ein Browser? Was denn für ein Browser? Welchen Browser Sie haben in Ihrem Computer? Sie haben Google Chrome. Microsoft Edge Virgin Browser. Ich habe einen Microsoft-Computer, genau. Virgin Browser. Ich habe aber auch ein Apple-Tablet. Und ich habe ein Apple-Telefon. Virgin Browser, da habe ich zum Beispiel Safari drauf.
Das ist auch ein Browser, oder? Sag, fick dich, fick dich, fick dich, fuck you, fick dich, Mann, das ist fuck you. Ja. Bitch, fuck, fick dich. Ja, okay.